Heute teste ich mit euch Juicebox. Das ist ein ganz interessantes Saftsystem und ich habe mir 4 Sorten davon besorgt und die probieren wir jetzt aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Juicebox. Das ist, so wie der Name sagt, Saft in der Box. Es ist aber kein Saft, der da drin ist, sondern es ist Konzentrat oder Sirup. Das muss man schon mal im Voraus erwähnen. Kommt aus Österreich, wird sogar 100% in Österreich hergestellt. Und die hatten mich angeschrieben und hatten gefragt, möchtest du bei Juicebox testen? Da habe ich ihnen gesagt, ja, können wir machen. Seid aber euch sicher, ich kritisiere, wenn ich was finde. Sie haben sich auf den Spaß drauf eingelassen, darum steht jetzt hier unten bezahlte Werbung. Die haben mir 4 Pakete zugeschickt. Ich habe jetzt hier 4 verschiedene Sorten Juicebox vor mir stehen. Die haben aber noch weitaus mehr. Müsst ihr auf der Website schauen, es gibt in Massensorten auch Wassermelone und Co. Ich habe mich hier mal für die Sorte Himbeere entschieden. Ich durfte mir welche aussuchen, sowas jetzt nicht. Aber ich durfte dann sagen, was ich denn probieren möchte. Darum habe ich genommen Bio-Apfel, wegen Apfelschorle, geht immer. Ich habe hier einmal Eistee Pfirsich als Sirup. Ich liebe Pfirsich-Eistee. Dann habe ich hier noch Himbeere vor mir stehen und Mango-Maracuja-Light-Konzentrat. Ich zeige euch mal ganz kurz die Zutaten und Nährwerte, bevor wir darauf weiter eingehen. Dann seht ihr auch schon die wichtigsten Sachen. Wir gucken mal kurz auf Himbeere. Dann seht ihr einmal ganz kurz, was ist denn da drin. Es ist also ein Erfrischungsgetränk im Sirupqualität aus Zucker, Wasser, färbendes Konzentrat, Aroma, Säuerungsmittel, Konservierungsmittel, Konservierungsstoff, alles da drin. Hat 40,4 Gramm Kalorien auf 100 Gramm ml. Und ihr kommt mit einer Packung, ihr seht ihr nämlich auch das Mischverhältnis, auf ungefähr 22 Liter Getränk. Also ihr könnt mit einer Box 22 Liter Getränk herstellen. Wie gesagt, ihr spart euch dadurch ordentlich 22 Liter zu kaufen. Das ist rein rechnerisch, ich habe das auch mal durchgerechnet, ungefähr 28, 29, 30%. Das kommt darauf an, wie die Angebote sind. Günstiger, als wenn ihr die Getränke so kauft. Vorteil ist, das Ding hält 3 Monate. Ihr müsst das nicht in den Kühlschrank stellen. Das finde ich auch ganz spannend. Ich kann mir das eigentlich so auf den Küchentisch stellen oder mein Arbeitszimmer stellen. Und wenn ich mal kurz Bock habe auf einen Himbeersaft oder so, nehme ich hier was raus. Meine Flasche mit Wasser habe ich meistens da immer stehen. Und zack, habe ich meine Himbeergetränk. Und das finde ich ganz cool. Also Spaß, Geld, weniger Platz, hält extrem lange, kommt darum, ist aus Pappe, nicht aus Plastik, spart also auch noch ordentlich Ressourcen, ist CO2-schonend. Also so muss es sein. Das finde ich ganz schön cool. Und wie gesagt, wir haben ja verschiedene Sorten. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die anderen Sorten. Ich zeige euch mal ganz kurz Eistee Pfirsich, damit ihr das auch einmal ganz kurz seht, was da drin ist. Ist auch wirklich mit Schwarztee-Extrakt. Dann sind wir bei 37 Kalorien. Jetzt blende ich euch mal den Bio-Apfel ganz kurz ein. Da könnt ihr den auch einmal ganz kurz sehen. Das ist wirklich mit Bio-Rohrzucker, Wasser, Fruchtkonzentrat, Bio-Apfelsaft, Konzentrat, Säuerungsmittel. Also so, wie wir es halt eigentlich kennen. Also es ist ja ein Konzentrat, es muss, ist ja anders hergestellt, als wenn du puren Saft benutzt. Und jetzt einmal die Light-Variante, da seht ihr dann auch natürlich, dass auch mit Süßungsmitteln gearbeitet wird, darum ist es ja eine Light-Variante. Da seid ihr dann bei 32 Kalorien und bei der Light-Variante kommt ihr fast auf 50 Liter Getränk. Also ihr kauft euch eine Packung, die hält 3 Monate und ihr könnt 50 Liter Getränk rausherstellen. Das finde ich nice, das ist so, das sind Produkte, das, die finde ich innovativ. Ihr wisst, ich liebe Startups. Startups ist für mich einfach so, ach, ich finde das toll. Und das sind coole Ideen und muss man sagen, Juicebox ist gar nicht mehr so klein. Die haben nämlich laut Website schon über 85.000 Kunden. Das musst du auch erstmal machen, als kleines österreichisches Unternehmen. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe, glaube ich, mir noch irgendwas notiert. Wird in Österreich, genau, 23 Cent ungefähr ein Glas. Also ein Getränk kostet 23 Cent. Da stand ein Preis nämlich extra mit drauf. Und das ist in Österreich hergestellt, was habe ich euch schon gesagt. Das ist ein österreichisches Unternehmen. Wird alles in Österreich produziert, wird dann ganz normal verschickt. Ihr könnt das da ganz normal bestellen. Gibt immer wieder mal Aktionspreise. Dann gibt es mal Newsletter-Rabatte. Also ihr könnt da auch sparen. Es gibt sogar ein Abo-Modell. Wenn ich 4 Säfte hätte, brauche ich erstmal, glaube ich, kein Abo. Aber es gibt ein Abo-Modell. Wenn ihr sagt, hey, ich will alle 5 Monate oder alle 3 Monate eine Lieferung kriegen, kriegt ihr die. Es gibt auch Sorten wie Wassermelone. Es gibt in Massensorten. Also wenn ich euch alle Sorten vorlese. Also Wassermelone, Apfel, Eistee, Pfirsich, fruchtige Himbeere habe ich da. Zitrone oder Lemon, Holunderblüte, Rhabarber. Das sind die normalen Sorten. Dann gibt es aber noch Juicebox Light. Und da habt ihr dann Eistee, Pfirsich Light, Mango, Maracuja, Birne, Melone, Apfel, Holunder und Berry Bomb. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar Sorten. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal alle gesagt. Also, die machen viel. Was wir jetzt machen, wir probieren das jetzt aus. Darum baue ich das jetzt hier einmal auf. So ganz grob, dass ihr jetzt einmal sehen könnt, wie das abläuft. Dieses ganze Prozedere. So. Ich hoffe, dieser Turm hält. Das ist das Risiko, was wir hier machen. Ich habe, wie gesagt, das noch nicht ausprobiert. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal diese Schutzkappe lösen. Hier ist so eine Schutzkappe drauf. Genau, das muss man... Ah, gut, okay. Das ist relativ simpel. Guck mal an, ich muss es auch erstmal lernen. Also einmal kurz abziehen, das Teil. Und dann einmal den frische Siegel ab. Jetzt habe ich es offiziell angebrochen. Ab jetzt gelten die 3 Monate. Dann
eine Sekunde in ein Glas. Sieht man das? Das sieht man gerade nicht so gut, ne? Ich muss so eine Sekunde auf dieses Ding hier drücken. Ah, Moment, das ist nicht gut aufgebaut von mir. Okay, ich hoffe, das war eine Sekunde. Das ist also jetzt das Konzentrat, was hier drin ist, von Himbeere. Oh, das riecht aber lecker. Darum habe ich Himbeere gewollt. Ich liebe einfach Himbeere. Ich finde das mega geil, wenn man so einen geilen Himbeersirup hat. Ich baue euch das mal ganz kurz wieder zurück. Sonst sieht der Fokus die ganze Zeit nur diese Packung und macht nicht weiter. Aber wie gesagt, hier ist das jetzt drin. Jetzt gießen wir das mit Wasser ordentlich auf. Das soll ja an sich das ganze Glas reichen, dieser kleine Struss. Also farblich schon mal gut. Es riecht mega geil. Ich bin ja einfach so ein Himbeer-Fan. Ich liebe es mit Sprudel. Also ihr könnt das, wie gesagt, mit eurem Wasser benutzen, was ihr wollt. Ah, ich habe einen Tick zu viel. Das ist jetzt Geschmackssache. Das muss man jetzt selber für sich rausfinden, wie viel Sirup man braucht. Für mich ist es ein Tick zu viel. Ich habe jetzt zu viel Wasser benutzt. Ich schieße mir jetzt einfach nochmal einen Schluss Sirup nach. Oh, fahr mal kurz rüber. Jetzt ist gut. Also ich habe das Mischverhältnis für mich ein bisschen zu dünn gemacht. Es ist lecker. Es ist sehr, sehr ja, leicht und nicht, es ist nicht künstlich. Also du hast einfach so einen ganz natürlichen Geschmack und du schmeckst aber hauptsächlich immer noch das Wasser. Also wirklich, ob du dem Wasser ordentlich Geschmack verpasst hast. Nicht zu süß, also es ist lecker. Also es ist gut gemacht. Und weil wir jetzt ja gerade dabei sind, ich stelle das einmal ganz kurz rüber. Weil ich habe mir jetzt hier so vier Dinger auf mein kleines Tischlein gestellt. Das ist manchmal ein bisschen viel. Wir probieren natürlich alle Sorten kurz durch. Ihr solltet einmal kurz auch den Zwischenvergleich bekommen. Achso, so bekommt ihr die geliefert, damit ihr das einmal seht. Die kommen so in so einer Box. Dann zieht ihr das hier einfach raus. Und dann habt ihr hier diesen Ding. Und dann könnt ihr das hinten so leicht schräg stellen. Und dann könnt ihr es reinstellen. Und dann ist das verhakt. Dann passiert da auch nichts. Das könnt ihr jetzt auf den Tisch stellen und könnt machen, was ihr wollt. Das kippt nicht um. Ich baue das mir jetzt gerade einmal auf. Und ihr könnt ja in der Zwischenzeit gerne mal schreiben, ob ihr Saftfans seid überhaupt, ob ihr solche Konzentrate euch auch schon mal gekauft habt, wie ihr das ganze System insgesamt auch findet. Ich finde das ja, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und es ist ja wirklich auch simpel und einfach aufzubauen. Okay, hier muss ich einmal kurz den Nupsi ein bisschen rausziehen. So, damit das einhakt. Das ist gerade beim Transport wo ein bisschen nach unten gerutscht. So, jetzt ist es drin. So, jetzt einmal schnell noch über die frische Siegel lösen. Und dann probieren wir jetzt gleich noch Bio-Apfel aus. Bio-Apfel werden wir auf jeden Fall mit als Schorle probieren, also mit Kohlensäure. Eistee Pfirsich werden wir mit Leitungswasser probieren, das habe ich auch schon parat stehen. Und Mango-Maracuja. Machen wir mal auch mit normalem Leitungswasser. So. Das seht ihr auch, ich habe mich echt nicht so vorbereitet, ne? Mit Absicht. Ich wollte es einfach zeigen, wie es halt ist und wie schnell man das halt aufbauen kann. Und es ist auch geil, denke ich mal, für so eine Party, wenn du Kinder hast und diese ganzen Kram, wenn die einfach mal schnell ein Getränk mit Saft wollen. Ich fülle mir jetzt mal ganz kurz Apfel ab. Also hier sieht man das auch einmal. Das ist jetzt das Apfelsaftkonzentrat. So riecht aber auch ordentlich nach Apfel. Eistee Pfirsich. Ist dann so eine richtig dunkle Farbe. Riecht aber auch sehr, sehr gut. Hat einen schönen Pfirsichgeruch. Also das lässt auf einen guten Eistee schließen am Ende. Okay, das war, glaube ich, ein Tick zu viel. Das ist das Konzentrat. Jetzt habe ich einen Tick zu viel benutzt. Muss man auch wieder aufpassen, muss man lernen. Habe ich nicht aufgepasst, bei den anderen habe ich weniger benutzt. So, bei Apfel wollten wir eine Schorle machen. Und die anderen wollte ich mit Leitungswasser füllen. Und dann haben wir es gleich. So, und bei dem letzten, wie gesagt, da muss der höchste Wasseranteil dazu. Bin ich mal gespannt. Apfel. Schöne Säure. Also richtig schön, es ist eine richtig schöne Säure drin, schmeckt schön nach Apfel. Auch nicht zu süß. Hier müsste ich auch noch einen Tick weniger Sirup benutzen oder ein etwas größeres Glas. Also ich weiß ja schon mal, bei Apfel muss ich anders dran. Aber lecker. Also Apfel und Himbeere würde ich mir sofort wiederholen. Finde ich auch praktisch. Kannst du einfach mal irgendwo hinstellen. Über den Sommer. Ist egal, wie warm es ist. Hast du ja immer deinen Apfelsaft parat.
Der Eistee ist super. Also Pfirsich-Eistee, überhaupt nicht so süß. Du schmeckst jetzt kaum so einen Pfirsich, hast so ein bisschen diesen Teegeschmack einfach dabei. Also da habe ich schon weitaus schlechtere im Supermarkt gekauft. Also das ist wirklich ein leckerer Eistee. Den könnten sie auch so einzeln verkaufen, aber dann hättest du wieder nicht diesen ökologischen Aspekt. Man kann was. Jetzt probieren wir nochmal. Ich glaube, hier habe ich wirklich zu viel benutzt. Das sieht schon so aus. Die Light-Variante. Oh ja. Bei der Light muss man wirklich aufpassen. Auch lecker. Schmeckt schön nach Mango-Maracuja. Da ich zu viel benutzt habe, schmeckst du einfach, dass das einfach, es ist viel zu intensiv gerade. Das muss ich halt nochmal verdünnen. Ich müsste, glaube ich, davon jetzt nochmal was abschütten und nochmal Wasser zugeben. Also, bei den Light-Varianten ein bisschen aufpassen, dafür kommt der 55 Liter mit. Bei den normalen Varianten kommt ungefähr 22, 23 Liter, kommt auf euer Mischverhältnis an. Glaube ich, Himbeer komme ich nicht auf 22. Bei Eistee und Pfirsich und Apfel würde ich so weit kommen. Es ist auf jeden Fall ein interessantes System. Es ist mal was anderes. Ich kann es wirklich persönlicher Meinung empfehlen. Also, ich würde es wirklich mir wieder kaufen. Man muss sich da einfach mal durchprobieren. So eine Packung, wie gesagt, hält 3 Monate. Preislich seid ihr ungefähr 30% günstiger, vielleicht auch nur 28% am Ende günstiger, aber ihr seid einfach günstiger und spart extrem viel CO2 durch den Kram ein, spart Verpackungsmüll ein, könnt dieses Ding dann einfach entsorgen. Es ist cool gemacht, Juicebox, probiert es auf jeden Fall mal aus. Die Inhalte oder die Packungen sind natürlich auch vegan, es sind vegane Säfte, das ist auch ganz wichtig. Der Apfelsaft zum Beispiel ist auch vegan, der ist jetzt nicht irgendwie geklärt oder sonstiges mit Gelatine, was ja auch bei Apfelsaft sehr oft ist. So könnt ihr auch sicher sein, dass ihr euren eigenen Saft gemacht habt. Also ist eine coole Geschichte, probiert es mal aus. Juicebox.at ist es auf jeden Fall. Ich habe noch keine DE-Seite, Juicebox.at. Ich finde es spannend. Wenn es da mal was Neues gibt, berichte ich da auf jeden Fall drüber. Und jetzt bin ich gespannt, wie gesagt, auf eure Kommentare, was ihr dazu so reingeschrieben habt. Und wir sind in eins der nächsten Videos. Und ich habe jetzt ordentlich Saft für die nächsten 3 Monate. Das ist auch cool. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Food schauen. Ciao, euer Bob.